Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code. Wir haben uns schon die ersten beiden Solid-Prinzipien angeguckt. Heute ist logischerweise dann das dritte dran, das sogenannte Liskovsche Substitutionsprinzip. Warum Liskov? Was ist das überhaupt? Naja, Liskov ist einfach ein Typ gewesen, der irgendwie ein bisschen was Intelligentes gesagt hat und eins davon war eben dieses Liskovsche Substitutionsprinzip. Und zwar kann man hier nicht einfach sagen, ich mache mal ein schönes Beispiel, für Vererbung, was nicht funktioniert und zwar nicht immer. So, und zwar, wenn wir eine Klasse Rechteck haben, so, und jetzt haben wir hier logischerweise auch die Attribute Width und Height. Das sind jetzt von mir aus jeweils Float-Werte. So würde man logischerweise hier ein Rechteck modellieren und das macht natürlich auch absolut Sinn. Aber im mathematischen Sinne weiß man natürlich auch, jedes Quadrat ist auch gleichzeitig ein Rechteck, oder? Macht ja Sinn. Jedes Quadrat ist ein Rechteck. Naja gut, okay. Also was wir jetzt machen können ist Class und jetzt haben wir Quadrat Extends, weil es ist ja ein Rechteck offensichtlich, Rechteck. Und das ist ein Problem, denn das stimmt so nicht. Warum stimmt das ganze Ding nicht? Quadrat bekommt jetzt hier automatisch auch Width und Height zur Verfügung gestellt. Das Problem beim Quadrat ist, wir müssen irgendwie festlegen, dass Height automatisch immer gleich die Breite ist. Und zwar immer. Das heißt, eigentlich wollen wir nur eins davon haben. Wir wollen nur eins von diesen beiden Attributen, egal welches jetzt davon. Also wir können sagen, Width ist gleich Height oder Height gleich Width. Aber wir können auf jeden Fall nicht mit allem umgehen. Das heißt, auch so Sachen wie die SetWidth-Methode oder die SetHeight-Methode müssen irgendwie beide miteinander ganz komisch rumgemacht werden. Und deswegen heißt diese Substitution nach Liskov eben, man kann hier gar keine Substitution machen, auch wenn es im mathematischen Sinne eine echte Substitution bzw. Vererbung möglich wäre hier. Das funktioniert so nicht. Wir dürfen die nicht voneinander extenden lassen. Aber wir dürfen es andersrum machen. Und zwar, wir können hier schreiben Extends Quadrat. Das heißt, ein Rechteck ist ein Quadrat. Das ist jetzt mathematisch sehr, sehr, sehr falsch eigentlich, aber im programmiertechnischen Sinn kann man so eine Extension durchaus machen. Denn was wir jetzt hier haben ist Float Width, sagen wir mal. Und wir wissen ja hier beim Quadrat automatisch Height gleich Width. Das heißt zum Beispiel auch eine Funktion, die euch dann hier die Fläche berechnet, also Fläche, die liefert euch immer, ohne jetzt irgendwelche Typen hinschreiben zu müssen, liefert euch immer Return Width mal Width. So, das heißt immer, ja, sozusagen das zum Quadrat. Klar, weil die Dinger sind ja gleich groß. Und hier müssen wir logischerweise dann auch die Fläche-Funktion überschreiben. Und dann hier Breite mal Höhe machen. Aber dieses Ding hier wird automatisch mitgeerbt. Das heißt, in die Richtung funktioniert die Vererbung. In die andere Richtung funktioniert sie nicht. Obwohl es mathematisch eigentlich in die andere Richtung geht. Also Achtung, nicht immer ist diese Beziehung, jedes Quadrat ist ein Rechteck. Oder es gibt auch noch andere Beispiele dafür. Das würde ich euch mal als Übung überlassen. Nicht immer funktionieren diese Extensbeziehungen auch wirklich im Code dann. Und wie kann man sich jetzt daran irgendwie orientieren? Und das ist jetzt genau das, was ihm Liskov im Endeffekt gesagt hat. Eigentlich hat er das gar nicht gesagt, sondern er hat noch ein bisschen was da drauf gesagt. Dann, das möchte ich euch jetzt gerade kurz zeigen. Und zwar, wenn wir hier eine Vererbungsbeziehung haben, und jetzt mache ich mal tatsächlich diese Klasse oben drüber, weil sie ja die Oberklasse sozusagen ist. Wenn wir jetzt hier so eine Vererbungsbeziehung haben, dann ist es wichtig, dass diese die Vor- und Nachbedingungen von jeder Methode anders sind. Oder ja, ich zeige es euch einfach mal am Beispiel. Wir nehmen jetzt hier einfach mal SetWidth als Beispiel und wir geben hier ein Float W rein. So. Und jetzt nehmen wir hier einfach mal zusätzlich noch an, wir haben hier sowas wie eine Höhe auch implizit drin, weil bei der Vererbung von, also wenn Quadrat von Rechteck erbt, dann haben wir natürlich auch die Höhe hier geerbt. So. Und ja, was wir jetzt hier machen, ist im Endeffekt, wir setzen die Width gleich W. Das ist aber eigentlich relativ irrelevant. Was hier jetzt wichtig wird, ist tatsächlich die Vor- und die Nachbedingungen. Das heißt, wir haben hier oben drüber eine sogenannte Vorbedingung. Also was gilt, bevor wir diese Funktion ausführen?
Naja gut, in dem Fall nicht wirklich wichtig, aber was wichtig ist, ist in unserem Fall jetzt die Nachbedingung und die Nachbedingung sagt ja hier, width ist gleich w, ich schreibe das Kommentar mal hier rein, damit wir auch sehen, dass das eine Nachbedingung ist, width ist gleich w, das bedeutet, wir setzen hier die neue Breite und die neue Höhe ist dann offensichtlich auch gleich der neuen Breite. Das heißt, height gleich width, das heißt, unsere Nachbedingung sagt hier, wir müssen nicht nur die Breite setzen, width gleich w, sondern auch die Höhe gleich w setzen. Also wenn wir die Breite setzen. So, wenn wir jetzt dieselbe Methode hier unten angucken, dann wäre hier die setWidth-Methode, die müsste das hier nicht haben. Und dann spricht man hier, also hier muss natürlich nur die neue Breite gesetzt werden, die neue Höhe interessiert uns absolut nicht für ein Rechteck. Und dann spricht man hier von einer schwächeren Nachbedingung. Andersrum. Das hier ist eine stärkere Nachbedingung. Das heißt, wir müssen hier mehr garantieren als hier unten. Und deswegen dürfen wir nur von Richtung Quadrat nach Rechteck erben. Ja. Und das ist im Endeffekt genau das, was das Prinzip besagt. Also im Endeffekt seid einfach immer vorsichtig. Es sollte keine toten Methoden oder Attribute geben. Wie gesagt, wenn wir hier jetzt von Rechteck nach Quadrat erben, dann wäre height ein totes Attribut. Das ist eigentlich immer genau der Punkt, wo man sagt, okay, so kann eine Vererbung nicht funktionieren. Es gibt keine toten Attribute oder auch sowas, wenn ich jetzt hier eine Funktion erbe, Fläche, und die müsste ich theoretisch überschreiben, und lasse sie dann einfach leer, also sowas wie Pass oder sowas. Das wäre dann auch tote Methoden im Endeffekt. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das sollte man auf keinen Fall machen, wenn man erbt irgendwelche leeren Methoden oder sowas haben. Dann hat man eigentlich immer eine Beziehung, dass es eigentlich keine echte Unterklasse ist. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und nächstes Mal geht's logischerweise weiter mit dem vierten Prinzip. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.